So, sieht man mich? Bisschen dunkel, aber ich glaube, es geht. Also, servus alle miteinander und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Sauwetter heute, kalt ist es, windig ist es, geregnet hat es und ich glaube, wird auch bald wieder beginnen. Und ich muss nach Bayern. Warum muss ich nach Bayern? Ich werde in der Nähe von München die Lagerschalen tauschen lassen. Und warum mache ich das? Weil ich keinen Motorschaden haben möchte. Und jetzt, auch wenn es seitens von BMW-Fans immer wieder runtergespielt wird und dann gesagt wird, nein, das kommt auf die Fahrweise an, ja, kein Wunder, wenn du die ganze Zeit driftest damit, oder kein Wunder, wenn man so Gas gibt. Unter jedem Video mit einem Motorschaden, weil es gibt leider ein paar Videos mit Motorschäden von M3s, und das ist halt oft passiert nach einem Burnout oder nach einem Driften, und dann schreiben die ganzen Leute immer in den Kommentaren, ja, kein Wunder, wenn man so mit dem Auto umgeht. Also, wenn das Auto warm ist, dann muss das so ein M3 eigentlich abkönnen? Also AMG, Porsche, Ferrari, die sind ja auch unter anderem dafür gebaut. Auf jeden Fall, diese ganzen Motorschäden sind alle auf eine Sache zurückzuführen, nämlich auf die Lagerschalen. Und ja, auch was ich zum Beispiel schade finde, die ganzen BMW-Fanboys wollen einem erklären, dass das normal ist, dass es ein Verschleißteil ist, und auch die Firmen, die Lagerschalen umbauen bzw. wechseln, sagen auch, dass das ganz normal ist, das ist eben ein Verschleißteil und es ist ein Hochdrehzahlmotor, da ist das Ganze normal. Ist es nicht, und wären die Leute ein bisschen kritischer gewesen, dann hätte BMW vielleicht auch mehr Kulanz gezeigt, aber so, ja. Muss man dazu, es ist gut, wenn man das weiß, schade ist es für die Leute, die sich so ein Auto kaufen und eben nicht von der Problematik wissen. Weil sie dann denken, hey, das Auto fährt hunderttausende Kilometer und ich muss auf nichts achten, außer dass ich den warm fahre. Denn die Lagerschalen sagen dir nicht, dass sie nahe am Ende sind, sondern das passiert einfach. Und um kurz zurückzukommen, also es gibt genug Beispiele, Ferrari zum Beispiel, also man kann den Italienern vieles vorwerfen, aber ein 458, 360, F430 und so weiter machen keine Probleme, obwohl sie bis 9000 drehen. Ein GT3 dreht bis 9000. Honda S2000, sehr gutes Beispiel für ein sogar billiges Auto. Vierzylinder dreht 9000 oder sogar ein bisschen mehr, und auch da ist es kein Problem. Wie auch immer, die Lagerschalen sollte man meistens so bei 70 bis 90.000 Kilometer tauschen. Es kann auch früher passieren, also wenn man die ganze Zeit driftet und Burnouts macht und Vollgas gibt, tauscht man sie etwas früher. Wenn man ein ganz gemütlicher Fahrer ist, dann eben etwas später. Also ich mache es jetzt nicht sehr oft, aber ab und zu fahre ich gern mal kurz quer oder jage ihn in den Begrenzer und beziehungsweise drehe den Gang aus. Und da ich nicht weiß, wie das Auto vor allem in den ersten Jahren gefahren worden ist, ich weiß zwar, dass der Vorbesitzer ein ruhiger war, aber ja, sicher ist sicher, deswegen lasse ich sie jetzt schon bei ca. 65.000 Kilometern tauschen. Und ja, wir werden dann, man kann erkennen an den Lagerschalen, je nachdem wie stark sie abgenützt sind, wie nah man am Motorschaden quasi dran war. Also ich werde dann meine zeigen und dann auch ein paar Vergleichsfotos aus dem Internet, wenn ich sie dann finde, um euch dann meine zu zeigen, je nachdem wie sie ausschauen, und dann ein Beispiel für ganz extrem abgenützte Lagerschalen, wo es jeden Moment hätte passieren können, dass der Motor dann ja, ein paar Teile ausspuckt. Übrigens, die Problematik ist ja schon beim M3 i36 aufgetaucht, und ich kann es ja verstehen, wenn man das nicht sofort das Problem weiß, weil bis mal die ganzen M3 i36 genug Kilometer drauf hatten und nicht nur einer oder zwei, sondern viele einen Motorschaden hatten, sind natürlich ein paar Jahre vergangen. Das heißt, ist okay, wenn das nicht während der E36 Bauzeit noch behoben worden ist, aber die M3 46 hatten das gleiche Problem. So, spätestens da hätte man was machen müssen. Die E92 hatten das gleiche Problem. Und natürlich die M5 V10. Ich glaube, die E39 sind nicht ganz so davon betroffen. Die hatten eher Probleme, indem sie Motorschäden bei wie heißt das, Highspeed-Fahrten bekommen haben, weil die Motoren sich überhitzt haben. Also die Kühlung war nicht ausreichend, aber lagerschalenmäßig sehr viele M's. Und dann stellt sich halt die Frage, warum hat man das nie gelöst? Also vom E36 bis zum E92, das sind dann einige Jahre, wann kamen die? 94 oder so?
die E36. Und der M3, meiner, wurde dann bis 2014, glaube ich, 2013 gebaut. 2014 kam da schon der M4. Und ja, finde ich persönlich relativ schade. Natürlich ist es trotzdem ein geiles Auto, aber der Motor hat zwei Probleme. Also einmal sind das die Lagerschalen und einmal die Drosselklappensteller. Wobei zweiteres, dann geht der Motor in den Notlaufprogramm und man kann nicht so schnell fahren, aber man hat zumindest keinen Motorschaden. Also ist zwar ein teurer Spaß, aber der Motor explodiert nicht. Auf jeden Fall werde ich euch dann zeigen, wie die Lagerschalen ausgeschaut haben und ja, bis später. So, servus alle miteinander, ich bin zurück in Wien und ja, ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, euch die Lagerschalen in Bayern zu zeigen, aber ich habe sie natürlich mitgenommen und ja, habe mir gedacht, ich zeige euch, wie gut oder schlecht die Lagerschalen aussehen und wie man jetzt erkennen kann, ob der Wagen noch etliche Kilometer gehabt hätte oder der Motor schon nahe am Ende war. Also, das sind sie. Das übrigens sind die Motorlager. Also die Motorlager werden einfach mit der Zeit porös oder rissig. Also hier kann man es zum Beispiel gut erkennen, dass schon erste Risse entstanden sind. Natürlich können die noch viel schlechter aussehen, aber ja, was machen die Motorlager? Die sollen ja die Vibrationen, die vom Motor auskommen, unterdrücken. Und es ist natürlich immer gut, wenn das Ganze nicht zu sehr nicht zu viel Spiel hat und nicht zu sehr wackelt, weil natürlich dann auch andere Teile Schaden nehmen können. Und ja, das sind die Lagerschalen. Also hier, ich habe zwei Reihen aufgestellt. Reihe 1 und die zweiten. Also, was ist ein Beispiel für etwas, was zum Beispiel noch gut aussieht? Das wäre zum Beispiel die hier links unten. Die sieht noch relativ gut aus, auch die in der Mitte hier. Sind nicht so schlimm, während zum Beispiel diese hier oder auch die zweite von links und auch die zweite und dritte von rechts hier zum Beispiel sowie oben, die am äußeren Rand. Also das hellgraue, das ist quasi eine starke Abnutzung und ich blende mal ein Foto ein von einem ganz extremen Beispiel, wo man zum Beispiel das Kupfer darunter schon sieht. Und wenn das Ganze anfängt, dann rötlich zu werden, dann kann es natürlich sein, dass wenn man in den Begrenzer geht, also Highspeedfahrt auf der Autobahn, ein Burnout, bei einem Drift in den Begrenzer geht oder einfach mal ein paar Gänge ausdreht, dann kann es sein, dass der Motor dann ein paar Teile ausspuckt und man Motorschaden hat und ja, das ist dann ein teurer Spaß. Also meine zum Beispiel hier, die sehen im Großen und Ganzen noch okay aus. Klar, im Nachhinein ist man schlauer. Jetzt sagen mir welche, ja, hättest du ja eh noch Zeit gehabt, hättest ruhig noch das ganze Jahr fahren können. Aber man weiß ja nie, wie das ausschaut. Also wenn man das Auto neu gekauft hat und man ist der einzige Besitzer und man weiß genau, hey, man fährt etwas ruhiger, dann kann man auch vielleicht erst bei 90 oder 100.000 Kilometer die Schalen tauschen. Wenn man jetzt jemand ist, der extrem fährt, dann sollte man sie vielleicht schon bei 60, 70 tauschen. Und wenn man nicht weiß, wie die Vorbesitzer gefahren sind, dann ist es dann eben, ja, ein eigenes Risiko. Aber falsch machen kann man nichts, wenn man das tauscht. Weil, ob man die jetzt bei 65.000 oder bei 80.000 Kilometern tauscht, es ist ohnehin gut, sie zu tauschen. Weil man vergewissert sich, okay, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Und falls man dann vorhat, den Wagen zu verkaufen, dann ist es auch so, dass sich das natürlich gut oder beziehungsweise leichter verkaufen lässt zu einem vernünftigen Preis, wenn man dem Kunden zeigen kann, hey, ich habe darauf geachtet, ich kenne mich aus mit dem Motor, ich weiß, die Lagerschalen sind ein Problem und ich habe das natürlich schon, ich habe schon vorgesorgt, dass da nichts passiert. Und das gibt den nächsten Käufer ein gutes Gefühl und man kann gleichzeitig einen guten Preis verlangen, weil das ist etwas, was alle fragen fast oder fast alle, wenn man einen M3 inseriert, dann kommt gleich die Frage, hey, wurden die Lagerschalen schon mal getauscht? Und wenn man dann sagen kann, ja, wurden sie, vor so und so viel 1000 Kilometern, dann ist es ein gutes Verkaufsargument. So, der Spaß kostet, falls ich das nicht erwähnt habe, auf der Hinfahrt, je nachdem zwischen 1400 und 1600 Euro. Das sind so die Preise, die ich gefunden habe. Wobei da die Motorlager noch nicht dabei sind. Auch die kommen, 200, 250 Euro wollen da die meisten haben. Das heißt,
Im Großen und Ganzen kann man mit 1600 bis 1800, mein bisschen mehr vielleicht noch, rechnen. Und dann hat man erstmal Ruhe. Wie gesagt, die Drosselklappensteller sind das zweite Problem beim M3, aber die führen nicht zu einem Motorschaden. Also die wechselt man wirklich erst, wenn sie kaputt sind, und dann fährt man einfach zur Werkstatt, bestellt die Teile und dann fährt man weiter. Während man hier, wie gesagt, darauf aufpassen muss, dass nichts Schlimmeres passiert, und von daher ist es immer gut, die Lagerscheiben zu wechseln. So, und jetzt, wo ich ein gutes Gewissen habe, dass der Motor in Ordnung ist, werde ich mal demnächst auf einen Leistungsprüfstand gehen und sehen, was der M3 so drückt. Denn das wird auch ein interessantes Video, denn alle M3 92 streuen nach unten, und das kann sehr weit nach unten streuen. Und da ist die Frage, was drückt meiner und wie weit bin ich von der Serienleistung bzw. von der offiziellen Leistung von 420 PS entfernt. Bis zum nächsten Mal, ciao.